So, den kriege ich. Den kriege ich, der kriegt die Pfanne. Da kann er über die ganze Map rennen, ist mir egal. Den will ich jetzt haben. Dafür, dass er so dreist war und hier einfach in die Hütte kommen will. Dafür kriegt er die Bratpfanne. So, mal sehen, was ihm einfällt. Ich krieg ihn so oder so. Und wenn wir hier eine halbe Stunde rennen, ist das geil. So, Schlag Nummer 1, Treffer. Ding. Ja, ist schon scheiße, wenn man hier landet und einer wird, und man wird verfolgt mit einem Typen mit einer Pfanne. So, der hat aber hier ordentlich Angst. Und den werde ich jetzt hier killen. Der braucht, glaube ich, nur einen Schlag. Ah, habe ich verpasst. Ah, okay. Er will Zeit gewinnen. Hat er gut gemacht, aber ich kriege ihn trotzdem. Ah, nein, 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 nein. Komm. Ja, gut gemacht. Er geht raus und kommt wieder rein. Wie geil. Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start mit einer neuen Folge PUBG. Ja, ist jetzt auf meinem Kanal nicht so vertreten gewesen. Ich habe aber ja, privat einige Stunden abgerissen. Ich glaube, ich bin gerade bei 180 Stunden und ich habe gedacht, ja, wäre vielleicht mal wieder Zeit, ein bisschen davon zu zeigen auf meinem Kanal als Abwechslung. Und ja, ich werde jetzt ganz just in time in Solo-Game gehen. Und wir gucken mal, was ich da so reißen kann und wie weit ich komme. Und ich sehe gerade hier, was ist denn hier? Hier fehlt da T, Direct Kicks. Nee, Direct X. Hier gibt es immer irgendwie ein Problem im Startbildschirm mit den Schriften. Die sind manchmal hier auch verschoben. Aber soll uns nicht weiter stören. Wir starten jetzt einfach mal. So, und da sind wir auch schon im Flieger. Miramar ist die Map, die uns zugewiesen wurde. Ja, Miramar ist jetzt nicht so die Map, die mir so gut gefällt. Ist halt Wüste, viel Laufwege und die Waffenauswahl und Versteckmöglichkeiten sind manchmal auch nicht so die idealsten. Aber wir gucken einfach mal, wo wir hier abspringen könnten. Ich will jetzt nicht in so einen Hotspot abspringen. Wir nehmen mal so ein, ja, wir nehmen irgendwas Gediegenes hier und arbeiten uns dann voran. Ich muss mal schauen, ich würde sagen, ich fange hier unten mal an. Da besteht die Möglichkeit, dass ich dann noch das ein oder andere Fahrzeug dort finde. Und wir müssen mal gucken. Monte Nuevo, okay, ist mehr oder weniger Hauptspot, müssen wir mal gucken. Ja. Da bin ich mal gespannt. So, ich würde sagen, ich fange jetzt hier an dem höheren Gebäude an. Okay. Und noch höre ich keinen anderen Fallschirm. Also wir sind hier relativ alleine unterwegs. So, da haben wir schon die erste Splittergranate. Nehmen wir direkt mit. Waffen hier, Polizeiweste. Nehmen wir erstmal alles mit. So, dann natürlich mal durchladen. Nicht vergessen. Okay, hier ist nichts mehr. Dann müssen wir mal schauen. Ja, Glück haben wir auf jeden Fall in dem Sinne, dass hier kein anderer gelandet ist. Also können wir hier erstmal in Ruhe looten. Ja, ich hätte eigentlich auch nach oben gehen können, glaube ich. Da sind doch noch Treppen, oder? Ja, da sind noch Treppen. Hier sind noch andere Räume. Hätte ich fast übersehen. Aber ja, da haben wir sogar eine bessere Weste. Das ist die Polizeiweste. Da nehmen. Ah, nee, so nicht. Nehmen wir noch die 9 mm. Munition mit, damit wir ein bisschen mehr auf Pistole haben. Und dann gehen wir mal nach oben. Ich hoffe, ich finde hier noch eine schöne Fernwaffe. Müsste jetzt alles ein bisschen flott gehen. Okay, Energy Drink auch immer gut. Ja, Verband natürlich. Sonst stehen wir hier auf dem Schlauch, wenn wir angeschossen werden. Ja, weiß nicht. Ich nehme, glaube ich, erstmal Schrotflintenzeug mit, damit ich hier mich überhaupt wehren kann, wenn hier einer kommt, weil nur Pistole ist dann auch immer ein bisschen doof. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal direkt hier ins nächste Gebäude. Da will ich noch was Besseres haben. Ich sehe gerade schon auf der Minimap, wir sind nicht in der Range. Ich gucke mal gerade, wie weit das noch ist. Ah, geht eigentlich. Kann man eben drüber laufen, dann ist man im Kreis. Also jetzt relativ problemlos.
genug Zeit zum Looten und noch ein bisschen Equipment einsammeln. Da haben wir nochmal einen Helm, den nehmen wir auch erstmal mit. Die 7,62 mm nehmen wir mit. Wer weiß, was uns noch an Waffen hier erwartet. Dann gibt es noch Energy. Ja, da haben wir schon die erste gute Waffe. Naja, gut, eigentlich weniger. Ich mag die jetzt nicht so gerne, aber so, da sind wir auch schon voll. Ich brauche auf jeden Fall einen Rucksack. Ich mag die nicht so gerne, weil ich komme irgendwie mit der nicht so super klar. Die M416 gefällt mir da auf jeden Fall besser und hat bessere Ausrüstmöglichkeiten. Aber wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir hier kriegen. Und ja, einen Rucksack kriegen wir hier auf jeden Fall nicht. Das ist natürlich schlecht. Hier hätte ich gern was mitgenommen. Da muss ich mal schauen. Da kommt schon ein Auto. Oh, knapp gesehen. Okay, der düst hier weg, der fährt hier über die Dörfer. Unser Auto steht hier noch am Rand. Das werden wir auf jeden Fall nehmen, um hier wegzukommen. Und ja, ich hoffe, das bleibt noch stehen, bis wir hier weg müssen. Vielleicht müssen wir auch gar nicht so schnell weg. Der ist schon in die Zone gefahren. Wir haben aber trotzdem noch massig Zeit. Der Kreis ist... ach ja, genau, wir können ja nichts nehmen, aber keinen Rucksack. Der Kreis ist noch riesengroß, also brauchen wir uns da auch keinen Stress machen. Ich brauche einen Rucksack. So, da haben wir auch den Rucksack. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen looten. Das ist auch vernünftig so. Ja, hier werden wir jetzt nichts weiter finden. Ah, hätte fast geklappt, aber gut. Müssen wir hier außen rumlaufen. Kann ich nichts ändern. Ja, braucht noch eine schöne Waffe, damit wir hier ordentlich ins Gefecht ziehen können. Ich habe das Gefühl, hier schwirrt noch einer rum. So ein bisschen was kann ich hier hören. Ganz in der Nähe. Na, ich hoffe, ich werde hier nicht eiskalt erwischt, aber ich glaube nicht. So, gehen wir da mal hoch. So. Da haben wir nur gammelige Schuhe. Wie ihr hört, ich bin barfuß unterwegs, mache nicht so viel Lärm, habe ich festgestellt. Deswegen ziehen wir auch keine Schuhe hier an. Ja, aber irgendwie gefällt mir das gerade hier nicht, dass ich hier nichts finde. Da sparen wir uns die Tür, da gehen wir direkt durchs Fenster. So, da liegt nur wieder ein Helm, nichts an vernünftigen Loot hier. Eine ballistische Maske, okay, die kann man immer gut gebrauchen. Und ein Stufe 2 Rucksack, perfekt. Da nehmen wir auch nochmal ein bisschen Schrot mit. Aber immer noch nichts für einen vernünftigen Fernkampf. Außer jetzt hier die M416A, glaube ich, heißt sie. Da fehlt uns aber ein Scope oder wenigstens eine Zieleinrichtung. Sonst ja, läuft das Ganze auch nicht so gut. Und da haben wir unser Scope. Direkt ein 8er, okay, damit kann ich leben. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein... Ach nein, das 8er kann ich gar nicht auf dem benutzen. Ey, das ist doch alles ein Scheiß. Ich habe das ganz vergessen. Da haben wir wieder Verbandsmaterial. Ich finde hier nur Verbandsmaterial. Was haben wir denn hier? 9mm, die P18C, meine Lieblingspistole. Sehr geiles Teil, da optimal mit einem Schalldämpfer. Die kann man auch auf Dauerfeuer stellen. Kämpfe ich sehr gerne mit, habe ich auch schon mega viele Kills gemacht. Ah, mega viel ist vielleicht übertrieben, aber damit komme ich ganz gut klar. Und ja, dann gehen wir nochmal hier in den Subwoofer rein und da haben wir nochmal Mündungsfeuerbremse. Okay, ist jetzt nicht der Oberkracher, aber ja, bringt zumindest ein bisschen was. Ich hätte gern noch ein Visier, ey, das gibt's doch gar nicht. Ohne Visier bin ich hier auch ein bisschen aufgeschmissen. Jetzt kommt der hier nicht mehr raus, ey, was ist los? So. Hier außen rum liegt auch noch viel Zeug. Ich muss jetzt mal leider auf die Zone gucken. Ah, okay. Das verhält sich noch human. Dann nehmen wir nochmal einen Energy Drink. Den können wir auch direkt mal hier einflößen. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Und dann müssen wir jetzt hier nur noch irgendwie mal einen Scope finden. Weil ohne ist richtig bescheiden. Polizeiweste, eine Militärweste wäre jetzt auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Ist das die richtige Munition? Ne, das ist die falsche. Ich brauche 5,56. Ja, sieht alles schlecht aus. Ist auch schlecht. Ich muss hier weg langsam.
Ja, da müssen wir halt mit Kima und Korn hier treffen. Wird ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, das funktioniert so einigermaßen. Was haben wir hier? Na, Rotpunktvisier. Okay, besser als nichts. Damit komme ich auch klar. Kann zumindest ein bisschen beim Zielen helfen. Den brauchen wir nicht. Hier optisch ist mir eigentlich egal. Ja, damit kann ich schon einigermaßen leben. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir in die Zone kommen. Am besten nehme ich jetzt das Fahrzeug. Bisschen Munition wäre nicht schlecht. Wir sind aktuell ja auch nur mit 30. Okay, fast übersehen. Hier steht ein Buggy. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich wollte jetzt eigentlich den Pickup nehmen, aber ja, so ein Buggy ist ja auch nicht verkehrt. Wenn er hier direkt um die Ecke steht, brauche ich nicht durch die halbe Stadt latschen, um den Pickup zu holen. So, dann muss ich mal schauen. Der macht natürlich wieder massig Lärm. Das ist nicht so gut. Dann werden wir da abbiegen und dann direkt mittig in die Zone fahren, was manche ja verabscheuen. Ich mache das eigentlich ganz gerne und suche mir dann da ein hübsches Versteck, bis die Zone dann extrem klein wird und meistens bin ich dann drin. Also macht für mich zumindest Sinn. Die meisten bleiben an der Peripherie stehen und laufen dann den Zonenkreis ja, ab und holen sich dann die Gegner. Aber ja, ich fahre meist so ziemlich mittig und von da aus geht's dann weiter. So, bin ich schon drin in der Zone? Ja, sicher. Mal kurz checken hier. Da ist eine Tür offen. Okay, da ist einer. Eventuell der da im Hinterhalt am Fenster auf mich wartet wahrscheinlich. Das will ich jetzt mal hier vermeiden. Dann gucken wir mal. Ja, querfeldein ist jetzt auch nicht so cool, aber wir müssen auf jeden Fall ein bisschen darüber kommen. Ja, fast gegen einen Stein gefahren. So, auf jeden Fall will ich mittiger kommen. So, ist hier irgendwie was gewesen? Hier könnte ich Glück haben. Hier sieht noch alles ziemlich jungfräulich aus. So, den Schuppen mal kurz abchecken, ob hier schon jemand war. Hier war noch keiner. Liegt noch das ganze Zeug rum. Leider hat das Ding jetzt auch einen Höllenlärm gemacht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht von Gegnern überrascht werde. So, ein bisschen auf Tempo machen. So, da haben wir doch noch was. Da ist doch meine Waffe, von der ich gesprochen habe. Da ist die M416. Dummerweise muss ich hier mal eben umbauen. Auf der können wir sogar das Achter nehmen. Machen wir auch. Perfekt. So muss das laufen. Hier können wir noch ein Ding. Okay, perfekt. So. Dann muss ich mal schauen hier, ob ich hier nicht irgendwo ein erspähen kann. Irgendwie kommt mir das so ein bisschen komisch vor. So, ich gehe mal ins Haus. Von da kann ich ja auch dann noch dezent rausgucken. Haben wir denn hier? Die UMP9 ist jetzt die Waffe, die ich überhaupt nicht mag. So. So, ich habe Probleme. Hier ist die Tür offen. Okay, warum ist denn hier die Tür offen? Hier war schon einer drin. Muss ja, aber warum hat er die ganzen Waffen zurückgelassen? Ah, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich auch die übelsten Waffen schon rausgesucht. So. Ja, ich würde sagen, ich mache mal hier einen Schuh aus dem Haus. Kommt mir allerdings sehr komisch vor. Haben wir hier einen drin, da haben wir keinen drin. So, ja, was mache ich jetzt am besten? Ich würde sagen, ich gehe mal hier raus. Mal kurz hier hinlegen. Hier wird man nicht so gut gesehen. Und mal eben ein bisschen spotten, ob ich nicht hier irgendwo einsehen kann. Da ist die Tür auf, heißt, derjenige, der hier war, wird wahrscheinlich rübergelaufen sein.
Und befindet sich eventuell in einem Haus und wartet die Zone ab oder ist schon wieder unterwegs. So, meine Entscheidung war auf jeden Fall gut. Ich bin noch in der Zone. Und ja, hier irgendwie, ich habe noch keinen gesehen. Da haben wir ihn. Gerade noch von gesprochen. Und wie dumm. Der läuft noch voll vorbei. So, jetzt würde ich gerne noch einen Headshot kriegen. Ich bin nicht so der Draufgänger und renne direkt hinterher und knall die Leute ab. Da habe ich meistens Pech. Ich mache das eher so aus dem Hinterhalt und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Ja, ist auf jeden Fall immer gut hier im Busch rumzugammeln. Wie ihr gesehen habt, der läuft quasi direkt an mir vorbei und ja. Ich bin so eigentlich recht safe. Der wird jetzt hier im Haus campen, habe ich das Gefühl. Ich höre auch keine Schritte. Sehe ich den da auf dem Dach oder träume ich? Da haben wir ihn. Da und. Der steht da auf dem Dach. Ich werde bekloppt. Das war aber nicht der, weil er hat einen Dreierhelm aufgehabt. Jetzt habe ich natürlich die ganze Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Der liegt in der Ecke. Hielt sich wahrscheinlich. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Der andere campt hier im Haus. Den müssen wir auch im Auge behalten. Das ist immer so ein Risiko, hier am Busch rumzugammeln. Weil der Sound natürlich hier auch einen mega Lärm macht. Ich habe ja jetzt auch keinen Schalldämpfer drauf. Aber ich versuche auf jeden Fall in die Top 10 zu kommen. Da haben wir es. Ah, der hat mich. Ah, ich habe ihn dreimal getroffen. So eine Scheiße. Okay, hat nicht so gut funktioniert. Ich habe mich verraten mit dem Schuss aus dem Busch. Der kommt looten. Okay, so, jetzt wird er kalt gemacht. Hat er Pech gehabt. So, los geht's. Wir sind zurück und ja, wir befinden uns über Elrangel. So, jetzt habe ich hier große Probleme. Nahkampffight, das ist nicht so meins. So, da werde ich mich hier schön verpieseln, schnell eine Waffe holen. Da habe ich doch schon einen ersten Horsti, der mich hier gleich killt. Oh, das war scheiße. Okay, wieder back in action. Mirama ist am Start. Ja, mit Mirama tue ich mich halt ein bisschen schwer, weil, ja. Wegen den Wegen, die Waffen, da ist noch einer gelandet. Okay. Da habe ich den Fallschirm gehört. Da muss ich schnell hier an die Waffen kommen. Okay, kommt da rein. Mache ich Pfannentod. So, den kriege ich. Den kriege ich, der kriegt die Pfanne. Da kann er über die ganze Map rennen, ist mir egal. Den will ich jetzt haben. Dafür, dass er so dreist war und hier einfach in die Hütte kommen will. Dafür kriegt er die Bratpfanne. So, mal sehen, was ihm einfällt. Ich kriege ihn so oder so. Und wenn wir hier eine halbe Stunde rennen, ist das geil. So, Schlag Nummer 1, Treffer. Ding. Ja, ist schon scheiße, wenn man hier landet und und man wird verfolgt mit einem Typen mit einer Pfanne. So, der hat aber hier ordentlich Angst. Und den werde ich jetzt hier killen. Der braucht, glaube ich, nur einen Schlag. Ah, habe ich verpasst. Ah, okay. Er will Zeit gewinnen. Hat er gut gemacht, aber ich kriege ihn trotzdem. Ah, nein, 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 komm. Ja, gut gemacht. Er geht raus und kommt wieder rein. Wie geil. Ich krieg den. Bestes PUBG-Gameplay ever. Könnt ihr gerne ein Like da lassen. Für 5 Minuten Fun-Run. Aber den will ich mir gönnen. Denkt er, der ist schlau? Da mache ich anders. Da gehe ich nämlich schön außen rum.
Jetzt hat er einen Rucksack, aber damit kann er sich nicht wehren. Aber wir können so lange laufen, bis die Blauzone hier anfängt. Ist mir egal, ich will den killen und ich mach den fertig. Da kann er dreimal um die Palme rennen, fünfmal ums Haus und dreimal rein raus. Ist mir auch egal. Aber schade, ich hätte dort eine Waffe finden müssen. Bestes Gameplay ever. Der Mann mit der Pfanne. Der könnte sich eigentlich den Rucksack abschnallen und mir überbraten. Na, geht natürlich nicht, aber... So, wenn ich nämlich jetzt zurückgehe, wird er sich hier oben bewaffnen und zurückkommen. Und wenn ich Pech habe und da keine Waffe finde, dann habe ich ein Problem. Aber die Scheiße habe ich auch noch nicht gemacht hier. Die Hälfte der Leute ist schon tot und ich renne immer noch mit einer Pfanne hinter einem Typen mit Rucksack her. Ist auch sehr geil. Oh, der rennt hier. Oh, der hat ein Motorrad. Nein, 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 nein. Da ist er tot. Geil. Richtig coole Action. So, jetzt kann ich wieder zurückgehen, aber ich fahre diesmal. Okay, okay. Da hat wieder einer meinen Sound gehört. Der andere liegt da an der Kiste. Oh, da haben wir ihn schon. So, ich muss nachladen. Da oben haben wir einen. So, wir sind quasi hier im Wespennest. Ich muss hier quasi ein bisschen im Busch verbringen. Ja, ist eine schwierige Action gerade hier. Ich guck gerade mal, hier habe ich 150. Wir machen mal eben einen kleinen Umbau. Und so, da muss ich mal schauen, wo kriege ich den anderen her? Einen haben wir auf dem Berg, den müssen wir im Kopf behalten. Einer ist oben. Die Zone wird auch gerade kleiner, sehe ich. Große Scheiße. Von allen Seiten hier. Und die müssen jetzt auch alle vorbei. Der oben, der auf dem Berg, der wartet natürlich auf die Leute, die jetzt kommen. Ich komme quasi hier nicht weg, das ist das Problem. Ich muss hier weg. Ich habe hier noch das Moped stehen. Wo habe ich das eigentlich stehen? Ich habe jetzt ein großes Problem hier eigentlich. Wo habe ich das verdammte Moped stehen? Da liegt das Moped. Okay, okay, jetzt muss ich mich beeilen. Ich hoffe, ich werde nicht erschossen. Ist wieder eine mega spannende Runde hier. So gut, dass das Moped lag, da ist das nicht sofort ersichtlich. Und ich komme hier noch aus der Zone raus. So, man hört schon wieder überall Schießerei, dies, das. Oh, sind nur noch 30 aktuell. Da muss ich mal schauen, dass ich hier ein gutes Örtchen finde, wo ich mich hin verpieseln kann. So, und da werde ich schon wieder übelst angeschossen. Ich fahre hier direkt durch die Hauptzone. So, da sind sie überall versteckt. Ist natürlich unklug, hier mit einem lauten Moped durchzufahren. Mache ich jetzt aber einfach mal. No risk, no fun. So, da kommt ein Salto und schön abgekackt. Ich hasse es mit den Motorrädern. Das ist hier eine so üble Action. Da haben wir ihn. Komm, komm. Ah, hat der gut geschossen. Der hat einen auf jeden Fall ein besseres Scope. Und dann hier auf den warten. Ah, da kommt er. Oder ein anderes Fahrzeug. Oder fährt außen rum. Auf jeden Fall kommt da jemand. Ne, der ist weggefahren. Kann sein, dass der abgehauen ist. Da müssen wir mal schauen. Ich bin jetzt genau im Kreis. In weiter Entfernung.
So. Okay, 18 am Leben. DirectX auch noch am Start. So, da haben wir doch schon eine. Da kam eine Granate, also wird hier einer liegen. Ich höre hier Schießerei direkt neben mir. Hinterm Hügel. Da! So, meiner. So, jetzt wird der kommen hier, weil er meinen Schuss gehört hat. Da habe ich eine andere Idee. Da schmeißen wir mal eine Splittergranate hinterm Berg und gucken, was passiert. Okay, er liegt auf jeden Fall hier irgendwo hinterm Berg. Oder läuft jetzt rum und versucht, mich zu killen. Oder wartet jetzt auf mich. Da kam die Granate. Habt ihr gehört? Er hat in dieselbe Richtung geworfen. Der ist auf jeden Fall hier und ich versuche den jetzt zu killen. Risiko. Da haben wir ihn. Der war schneller, hat mich getötet. AKM, okay, so ist das einfach. Kann man nichts machen. Ja, war auf jeden Fall jetzt in der zweiten Runde ein bisschen spannend. Vielleicht hat es euch auch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten schaut auch mal in die anderen Videos auf meinem Kanal. Und ich bin jetzt raus und eventuell sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.